Tag heute. I want a girl with a mind like a diamond. I want a girl who knows what's best. I want a girl with the shoes that cut and cigarettes. I want a girl with the right allocations. Good Angstwert, sag ich euch. And sharp as a tack. She's playing with her jewelry. She's putting up her. Facility and picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. I want a girl who gets up early. I want a girl who stays up late. Sein Name ist Philipp Dobelhof. Wie alt? Circa 18 bis 19. Genau wissen wir das nicht. Zeitpunkt des Todes? Vor 7 Stunden, sagen die Gerichtsmediziner. Also wie wir sehen können, glatter Durchschuss. Opfer hatte keine Chance, ihn zu überleben. Ja. Jeder hilft, es zu spät kommen. Na ja, gut, dann rauchen wir mal einen, okay? Aber wollt ihr es nicht aufhören? Idee. Scheiß drauf. Okay, gut. Schlimm. Mit 18 Jahren kommt so eine Scheiße. Schauen wir, dass wir das schnell fertig kriegen. Ja. Ich mag solche Fälle nicht so ganz. Junge Leute, Kopfschluss. Ja. Grauslich. Was ist heute Abend? Also ich traue mich auf den Bach. Ein Bier oder so. Den scheiß Tag zu vergessen. Ich muss den Tag vergessen. Zuerst bescheißt mich Steffi und Freundin und jetzt zu Hause. Ich mag's nicht. Weißt du, manchmal kann das Leben echt sauzach sein. Aber weißt du, es klingt vielleicht komisch, aber positiv mal. Kopfschuss geht schnell, verstehst du? Opfer nicht viel gemerkt. So wie es sein. Wobei ich aber glaube, dass das Opfer den Täter nicht kannte. Weißt du so? Hast du die Augen gesehen? Die waren so weit offen, ich weiß nicht. Ziemlich. Ich meine, okay, natürlich bist du erschrocken, wenn du kurz am Tod bist, aber trotzdem ist es komisch, oder? Ja. Na gut, ja, wieder runter. Machen wir weiter. Männlich, 18, Kopfschuss. Ah. Kein schöner Augenblick, hätte ich gesagt. Kein schöner Augenblick. Die jungen Burschen, die treiben es nicht mehr so weit, sag ich dir. Das geht einfach nicht mehr. Und den Freund, das doch der? Ja, dann wir bitte. Haben wir einen Flaschenhändler liegen lassen? Hast du vielleicht doch Nüsse oder? Nüsse, tut mir leid, nein. Wir haben nur Reiswaffeln. Wollen wir Reiswaffeln? Nein. Ja, ich kann eine Jungspundfamilie her. Okay.
und haben einfach alles weggegessen und haben nicht mal ein bisschen was getrunken. Sag ich, Schnorrer, gibt's aber nicht auch noch. Ah, Bursche, dann geht auch noch nicht einschlafen. Wenn nicht zu viel, nochmal, danke. Junge, du weißt ja, seitdem Steffi weg ist, brauche ich ein bisschen mehr Konversation. Ja, bei mir ist Steffi auch weg. Was ist passiert? Heute in der Früh zu verlassen. Heute in der Früh, der Tag vergibt mir echt scheiße, sag ich dir. Verdammt scheiße, wie man ziehst du das? Nicht so ein Problem. Ja. Erst pushen, wie meine Mama mit dem Bier raucht, okay? Alles klar. Wenn du ein Problem hast, dann zahl und geh nach Hause, okay? Aber nicht hier. Wirklich, treib nicht zu weit. Wurscht, noch ein. Und erzähl mir über den Fall. Sollst du noch was raustun, ne? Nein, tut mir leid, ich kann nicht zu viel über den Fall erzählen. Ne? So schön. Polizeigeheimnis sozusagen. Was in der Bar passiert, bleibt auch in der Bar. Und was auch braucht. Nicht, dass sie nicht vertrauen kann, aber weißt du, wie es ist, gell? Gesetz ist Gesetz. Ja, ja, mit dir schon, Wursche. Ah, Chef. Was haben Sie denn vor zu machen? Wollen wir Täter suchen oder? Ja, warten wir mal. Gericht, das Gerichtsmedizin. Ja, aber wir wissen, dass ein Kopf ist. Ich meine, ist eindeutig, oder? Ja, vielleicht. Das Feuer ist vorher. Ich sag dir, wenn der Kopf nicht dabei ist, gibt es nur Raufereien. Da hab ich schon Erlebnisse in Erfahrung. Bitte, erst die Falle 20 Jahre und ich muss es wissen. Ich war von 10 Jahren der ist hier. Stampfen, ne? Mehr oder weniger. Leute laufen immer nur in die großen Clubs, die ganzen Bitches und die Bar hier bleibt leer. Also Kunden leer, sind sie immer am Platz. Und für seine Freunde. Was ist das? Ist unsere Freunde. Chef, bist du vorne. Prost! Prost. Klaus, bitte. Du weißt, was ich will. Klar, voll steht. Ich habe eine geniale Idee. Also, geniales Prinzip. Dann beginnen wir mit der Freundin. Nachbarn, Bekannte, alles, alle fragen wir durch. Ja, schauen wir dann morgen. Es wird schon ein Motiv geben. Nein, wieso morgen? Bitte, wir haben jetzt Nachmittag. Noch genug Zeit? Dienstende. Dienstende. Wir haben Nachmittag, es ist kurz vor drei, bitte. Ich sag, wir trinken noch ein paar und dann haben wir ab. Lass dich schmecken. Ich bin der Chef. Das ist eigentlich ein Dienstende. Ja, aber hier um die Ecke wohnt die Freundin. Das kostet uns nichts, oder? 5 Minuten, wir gehen vorbei, fragen, ob es irgendwelche Feinde gab oder so. Oder Leute, die was tun wollten. 5 Minuten. 5 Minuten? Komm, das ist ja nicht viel. Zieht sich dann wieder in die Länge. Du wirst ja da kein Kuchen essen oder so, oder? Ich sag dir, oft ist es so, dass in der Familie die ärgsten Feinde sind. Schaut mal da rum. Ja, wenn du am meisten wüsstest. Ja, mit dem Haus, tut mir leid, aber bitte, das geht jetzt nicht an. Ich meine, das ist eben die Erfahrung. Die habe ich schon 20 Jahre. Mach mal noch einen, bitte. Mach mal noch einen. Gut, gleich mit dann. Wieso? Wir gehen jetzt zu Freunden. Nein, okay, bitte. Ja, wann willst du das machen, Chef? Ja, morgen. Dann. Ja, morgen, morgen. Es ist jetzt kurz vorbei, machen wir das jetzt schnell. Trink noch aus und dann bleiben. Aber ist das nicht wichtig, dass wir jetzt fragen? Opa ist da. Ja und, aber den Täter müssen wir finden. So schnell wird er niemanden anderen umbringen. Na und dann doch, und wenn er abhaut? Wäre schon länger im Da habe ich andere Erfahrungen. Da gibt es ein paar Massenmörder. Chef, Sie sind der Chef, kann das sein? Wollt ihr andere Mucken haben? Na, passt schon, danke. Cooles Lied. So hastig, mein Freund. Geh mal kurz zu Freundin. Es dauert wirklich nur 5 bis 10 Minuten.